jetzt einen kleinen See, den habe ich so zur Dekoration hier eingebaut. Und ein kleines Lagerhaus, das ist hier technisch jetzt nicht allzu aufwendig. Ich zeige es daher nur einmal kurz von innen. Wir haben hier Kisten überall. Wir können hier auf ein kleines erhöhtes Podest gehen. Hier sind auch wieder Kisten. Und erhält für das Ganze durch Kronleuchter. Ist jetzt wie gesagt nicht allzu hochwertig, aber der Vollständigkeit halber wollte ich den gerne drin haben. Nun kommen wir zum meines Erachtens beeindruckendsten Tutorial. Das ist ein Aristokratenhaus. Sehr aufwendig gestaltet, seht ihr schon mit diesen Viereckemporen und hier einen Blumenkasten und da ein Stützgerüst und da eine Fahne auf dem Dach. Gehen wir einfach mal rein. Der Boden ist mit schwarzer Wolle ausgelegt. In den Ecken befinden sich Blumenkübel. Auch alles schön mit Bildern und Bänken dekoriert. Alles. Das Gras hier längs wachsen zu lassen war sehr aufwendig, weil das Gras wuchs nur außerhalb der Wüste, das heißt, ich musste von außerhalb der Wüste eine Grasspur, eine Erdspur hier in das Haus legen, um hier überall Gras wachsen zu lassen. War es mir aber wert, weil es sieht einfach besser aus. Hier ist jetzt eine kleine Küche, eine kleine Kochzeile. Und überall sind Hühnchen, sehr gut. Hier ist ein kleines Regal, ein Fenster nach draußen, auch immer mit schön mit Blumenkübeln da vorm Fenster. Ein Schlafzimmer, das zeige ich jetzt einmal repräsentativ, weil es gibt vier Stück hier oben, die sind alle baugleich, die muss ich dann ja nicht alle zeigen. Da befinden sich dort, hier und dort hinten. Hier ist noch eine kleine Leseecke, eine kleine Bibliothek im Flur. Und hier ist das Arbeitszimmer, wieder mit einem entsprechenden Lesepult und Blick nach draußen. Das ist jetzt sogar noch ein Stock höher, stelle ich gerade fest. Hallo Hühnchen. Hier ist dann das Schlafzimmer der Herren des Hauses. Ich habe hiermit versucht, das von mir eingebaut. Ich habe hiermit versucht, ein Dach fürs Bett, also ich weiß nicht, wie es jetzt ein Baldachin oder so, darzustellen. Das sollen Kleiderschränke darstellen. Hier oben befinden sich Klamotten, dort unten ist noch eine kleine Kiste. Und hier ist nochmal ein Schlafzimmer mit zwei kleinen Kammern, die auch baugleich sind, deshalb zeige ich auch nur eine kurz. Weg da. Hier unter dem Haus befindet sich eine kleine Grotte. Das war so eine natürliche Höhle, die hier standardmäßig da war. Ich dachte, ich dekoriere die einfach mal ein bisschen. So, das mache ich gerne in Minecraft. Einfach so ein bisschen, so ein paar kleine Stellen einfach ein bisschen dekorieren. Dann hier mal so eine Ranke hingesetzt und da mal ein bisschen Zuckerrohr. Einen kleinen Steg eingebaut. Und am Ende ergibt sich eine natürlich aussehende Grotte. Hat keinen tieferen Sinn, sieht einfach nur schön aus. Hier haben wir jetzt ein kleines Bauernhaus. Ein Fackel vom Eingang. Wie man sich das aus dem Mittelalter kennt, eine große Sitzecke für die Familie, ein Ofen mit Tischen. Im ersten Stock ist dann das Schlafzimmer und ein kleines Bücherregal. Im Texture Pack, in dem das erstellt wurde, sah diese Falltüren so aus wie die Holzmaserungen, haben sozusagen Rahmen für das Bücherregal dargestellt. Das sieht jetzt nicht so beeindruckend aus. Und im Stock darüber ist dann das Lager. Ist ein einfaches, schlichtes Haus, aber die Bauern im Mittelalter hatten ja auch nicht allzu viel. Von daher ist die Einrichtung passend. Jetzt haben wir hier eine Zimmerei, glaube ich. Zimmerei, genau. Hier liegen die Baumstämme, die zu verarbeiten sind. Hier ist bereits ein bisschen bearbeitetes Holz und einem entsprechenden Gerüst. Und das ist einfach nur ein kleiner Anschluss an einen kleinen Fluss-Brunnen, der hier da war. Und den wollte ich einfach ein bisschen integrieren in das Gesamte. Ich habe das Gefühl, das Spiel ist viel zu laut. Moment. Drosseln wir das Ganze nochmal ein bisschen. Besser. Hier ist jetzt der Innenbereich der Zimmerei, verschiedene Werkbänke, Baumstämme, fertig bearbeitetes Holz. Hier hinten ist natürlich der Ofen, der nicht fehlen darf, hier mal ein bisschen anders dargestellt.
wie gesagt, in dem ursprünglichen Tutorial war, alles was hier aus Sandstein ist, aus Ziegelstein. Ich habe es jetzt hier natürlich im Wüstenstyle mit Sandstein gemacht. Hier oben ist noch ein kleines Lager, das sind zwei kleine Dachböden sozusagen, die hier durch Bretter miteinander verbunden sind. Ich gehe jetzt mal kurz den direkten Weg nach unten, knack. Auch ein, wie ich finde, sehr schönes Gebäude, schön designt. Hier sind jetzt ein paar Felder, die ich einfach angebaut habe. Weil irgendwann müssen die Menschen hier ja auch leben. Jetzt kommen wir zu einem wirklich großen Gebäude. Es darf in keinem Mittelalterdorf fehlen. Ein Gasthaus. Gehen wir mal rein. Hier fehlt aus irgendeinem Grund, sehe ich gerade, ein Holzblock. Zufälligerweise Holz dabei. Ja, ist Tropenholz, das bringt mir nicht viel. Hier ist der Schankraum mit entsprechenden Sitzecken für die Gäste. Und hier ist der Tresen. Hier habe ich versucht, mit diesen beiden Stämmen und dem Hebel Bier- bzw. Metfässer darzustellen. Ich hoffe, das lässt sich halbwegs erkennen. Und überall auch so Blumenkübel hingestellt zur Dekoration. Hier Fackeln, da ein Blumenkasten. Hier ist das obere Geschoss, auch mit weiteren Sitzecken für die Gäste und die Fensterbänke auch immer entsprechend dekoriert. Ursprünglich war dieser Innenraum sozusagen jetzt hier diese Reihe ringsum mit bunter Wolle ausgekleidet, aber das fand ich im Gesamtkonzept optisch nicht allzu ansprechend, deshalb habe ich das weggenommen, stattdessen alles mit Blumenkübeln dekoriert, weil ich doch die Holzwände etwas dekorativer finde als Wolle. Und im Obergeschoss ist dann entsprechend der Bereich, wo die Gäste dann nächtigen dürfen, mit einer entsprechenden Sitzecke in der Mitte. Hier wieder das Problem, wie auch bei der Luxusvilla bereits. An diesen vier Punkten sollten eigentlich Fenster mit Vorhängen sein. Die nehme ich einmal kurz weg. Jetzt ergibt das ein besseres Gesamtbild. Die Dachgiebel habe ich auch selbst noch ein bisschen erweitert. Im ursprünglichen Sinne waren das eigentlich nur diese T-förmigen Querbalken. Aber ich habe die Zäune nochmal da reingesetzt, weil es einfach ein bisschen besser aussieht. Und hier ist dann eine Terrasse mit einem kleinen Überblick über das Dorf.